Herzlich willkommen zu einer der intensivsten Dankbarkeitsmeditationen. Diese emotionale Meditation wird dich mit positiven Gefühlen der Dankbarkeit fluten. Begebe dich hierfür nun in eine bequeme Position, eine Position, in der du komplett entspannen kannst und loslassen kannst. Schließe nun deine Augen und stelle dir vor, dass all die Muskeln in deinen Augenlidern und um deine Augen herum komplett entspannen. Nur durch deine Vorstellung. Stell dir vor, wie all die Muskeln in deinen Augenlidern und um deine Augen herum entspannen. Und entspanne sie bis zu dem Punkt, an dem du das Gefühl hast, dass deine Augen so entspannt sind, dass du sie nicht mehr öffnen kannst, weil sie so entspannt sind. Und dann tu mal so. Tu mal so, als ob du deine Augen nicht mehr öffnen könntest, versuche sie zu öffnen und lass nun diese Entspannung über deinen Kopf bis in deine Füße hinabgleiten, wie eine Welle der Entspannung, die sich ausbreitet. Und nun stelle dir vor, wir betreten einen Aufzug. Wir sind auf der 10. Etage, wir werden zusammen hinabgleiten auf die 0. Etage und ich werde jede Etage anzählen und mit jeder Etage erlaubst du dir es, 10-mal tiefer in diesen Zustand der Entspannung hinabzugleiten. 10-mal tiefer in die Entspannung zu kommen. 10. Stell dir vor, wir betreten den Aufzug, die Türe schließt sich, der Aufzug bewegt sich hinab und du gehst tiefer und tiefer in den Zustand der Entspannung. 9. 10-mal tiefer, genau. Tiefer und tiefer. Erlaube es dir loszulassen, alles um dich herum wird immer unwichtiger. Während du meine Stimme hörst, vielleicht Geräusche wahrnimmst, darfst du tiefer und tiefer entspannen. 8, tiefer und tiefer, genau. Jetzt darfst du komplett loslassen, jetzt wird alles um dich herum immer unwichtiger, während du immer tiefer nach innen kehrst. 7. Tiefer und tiefer. 6. Tiefer und tiefer, genau. Gefühle und Emotionen, Gedanken dürfen kommen, dürfen gehen. Und jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Emotion erlaubt es dir, nur noch tiefer hinabzugleiten. 5. Tiefer und tiefer. Und egal wie tief du hinabgleitest, meine Stimme wird dich begleiten, egal wie tief du hinabgleitest. Genau. Tiefer und tiefer. 4. Immer tiefer hinab. Und je mehr du entspannst, umso tiefer kannst du hinabgleiten. Und je tiefer du hinabgleitest, umso mehr kannst du entspannen. 3. Tiefer und tiefer. Genau. 2. Tiefer und tiefer. Sehr gut. Immer tiefer hinab. 1. Tiefer und tiefer. 0. Und nun stell dir einmal vor, wie du als Seele deines Körpers aus deinem physischen Körper austrittst und nach oben steigst, sodass du deinen physischen Körper und die Umgebung, in der du dich befindest, unter dir wahrnehmen kannst, während du als Seele höher und höher steigst. Und alles unter dir wird immer kleiner und kleiner. Und steig mal noch höher, so dass du den Ort, an dem du dich befindest, unter dir wahrnehmen kannst, der immer kleiner und kleiner wird, während du als Seele immer höher und höher Richtung Himmel steigst, Richtung Galaxie. Genau, schieb immer höher bis in die Galaxie. Und in der Galaxie gibt es ein goldenes Licht mit zwei Richtungen. Eine führt in die Vergangenheit und eine führt in die Zukunft. Und als deine Seele schweb mal nun auf diesem goldenen Licht in die Zukunft. Immer weiter und weiter. Bei dem goldenen Licht immer weiter in die Zukunft.
Und du erreichst einen ganz besonderen Punkt. Ein Punkt, in dem du vor Tausenden von Menschen auf der Bühne stehst. Du hast das Gefühl, die ganze Welt schaut dir gerade zu. Alle sind gespannt und begeistert von dir, während du auf der Bühne deine Lebensgeschichte erzählst. Du kannst die Spannung im Raum fühlen, die Begeisterung der Menschen, die alle für dich da sind, die dich alle erleben wollen, dich fühlen wollen, die mit dir fühlen. Und ganz vorne im Publikum sind ein paar ganz besondere Menschen aus deinem Leben. Das sind die Menschen, die du am meisten liebst. Nimm mal die Menschen wahr, ganz vorne im Publikum, die dich am meisten lieben. Wie sie dich anschauen, voller Begeisterung und Liebe. Wie sie sich so sehr freuen für dich, für diesen Moment, den du dir so sehr verdient hast. Während du auf der Bühne stehst vor der ganzen Welt und die ganze Welt mit dir fühlt. Schau mal in die Gesichter deiner Liebsten, ihre Begeisterung, ihr Lächeln, ihre Augen. Und nun erzähl dem Publikum mal, was diese Personen vorne so besonders macht. Warum du sie so sehr liebst, was sie auszeichnet. Vielleicht möchtest du ein paar Geschichten teilen, sodass die Leute fühlen können, warum sind diese Personen so besonders für dich? Was macht sie so einzigartig und besonders? Und fühl die Aufmerksamkeit des Publikums, die Spannung, wie sie mit dir fühlen. Fühl auch die Emotionen deiner Liebsten, während du über sie redest. Schau ihnen in die Augen und fühl ihre Emotionen. Lass mal die Welt wissen, was macht diese Person so besonders? Warum sind sie so wertvoll für dich? Genau. Lass alle fühlen, was diese Menschen so besonders macht, warum du sie so sehr liebst. Und fühl, wie diese Menschen reagieren, wie emotional sie in dieser Situation sind. Jetzt, wo sie jeder sieht, jetzt, wo sie die volle Aufmerksamkeit haben und die ganze Welt mitfühlt. Erzähl allen, was sie so besonders macht. Und nun stell dir einmal vor, wie diese Personen auf die Bühne kommen. Jetzt, wo du allen erzählt hast, was sie so besonders macht. Wie sie auf die Bühne kommen, sich neben dich stellen. Du kannst ihre Emotionen fühlen, du kannst fühlen, was es ihnen auslöst. All diese positiven Komplimente, die du ihnen gegeben hast. All diese berührenden Worte. Nun stell dir einmal vor, wie du aus ihrer Perspektive antwortest. Was du allen sagen möchtest, was die Welt wissen soll über dich, warum du so besonders bist, was du in ihrem Leben bedeutest. Und fühl dich mal hinein in ihre Emotionen, in ihre Gefühle, während sie allen sagen,
was du ihnen bedeutest und was dich einzigartig macht. Und aus ihrer Perspektive schau dich an, wie du reagierst. Fühl die Emotionen im Raum. Fühl ihre Emotionen. Fühl die Aufmerksamkeit des Publikums. Wie alle mitfühlen. Alle begeistert sind. Die intensiven Gefühle. Und lass allen wissen, was dich so besonders macht. Aus ihrer Perspektive, warum sie dich so sehr lieben. Und vielleicht möchten sie auch eine Geschichte teilen aus der Vergangenheit, die zeigt, warum du so besonders bist, was dich so einzigartig macht, so liebenswert. Was sollen alle über dich wissen? Was macht dich so besonders? Was macht dich so liebenswert? Fühl ihre Liebe für dich. Und wie sie ihre Liebe für dich ausdrücken, ihre Emotionen und Gefühle. Vielleicht möchtet ihr euch umarmen oder euch auf irgendeine andere Art und Weise zeigen, wie sehr ihr euch liebt. Und stell dir vor, wie du dich bei ihnen bedankst, von tiefstem Herzen ihnen Danke sagst, für die schönen Worte, für all das, was sie dir im Leben bedeuten. Ein tiefes Danke. Und fühl mal in deinem Körper, wo du die Dankbarkeit fühlst. Wo in deinem Körper nimmst du diese Dankbarkeit am intensivsten wahr? Die Dankbarkeit und Liebe tief in dir. Wo in deinem Körper kannst du dieses Gefühl am intensivsten wahrnehmen? Und wie fühlt es sich an? Fokussiere dich mal nur auf dieses Gefühl in deinem Körper der Dankbarkeit und Liebe. Wo in deinem Körper nimmst du dieses angenehme, intensive Gefühl wahr? Gib diesem Gefühl mal eine Farbe, als wie eine Energie, eine Farbe. Welche Farbe hat dieses gute Gefühl in deinem Körper? Und nun stell dir einmal vor, wie sich diese Farbe, diese gute Energie in deinem Körper ausbreitet. Wie sie immer größer und größer wird. Mit jedem deiner Atemzüge größer und größer. Wie sich dieses tolle Gefühl in dir ausbreitet. Und du wirst bemerken, Tag bei Tag, wie dieses intensive Gefühl größer und größer wird. Die Liebe, die du für die Menschen fühlst. Und ihre Liebe für dich, wofür sie dich so sehr danken. Wofür sie dir so sehr dankbar sind. Und nun werde ich langsam die Meditation ausleiten und dich wieder zurück ins Hier und Jetzt holen. Aber auch nach der Meditation wirst du Tag für Tag mehr und mehr von dieser Liebe fühlen. Die Liebe, die sich in dir ausbreitet. Die Dankbarkeit der Menschen.
und deine Dankbarkeit für sie. Ich zähle von 1 bis 5 und mit jeder Zahl kommst du mehr ins Hier und Jetzt. 1. Nimm ein paar tiefe Atemzüge, nimm die Energie der Umgebung wahr. 2. Zurück in deinen Körper, fühl dein Körper, deine Muskeln. 3. Immer mehr im Hier und Jetzt. Du kannst beginnen, dich zu rekeln. 4. Immer mehr im Hier und Jetzt. Fühl die Luft, die dich umgibt, die Energie, die dich umgibt. Und 5. Öffne deine Augen und fühl dich wunderbar.